guten Abend. Ich hatte ja schon viele prominente Gäste bei mir auf dem H1-Sofa, aber heute ist eine wahre Legende bei mir, eine musikalische Legende. Mein heutiger Gast ist Musikdirektor Ernst Müller, der seit Jahrzehnten das Musikleben unserer Stadt geprägt hat. Am 21. Februar feiert er sein 60-jähriges Jubiläum als Dirigent. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass er nach ganz langer Zeit erstmals wieder ein Fernsehinterview gibt. Schön, dass Sie da sind, Herr Müller. Schönen guten Abend, Frau Berger. Herzlich willkommen. Dankeschön. 60 Jahre Dirigent, wenn Sie an diese Zahl denken, wie ist Ihnen da zumute? Freuen Sie sich oder? Ja, ich kann es manchmal gar nicht begreifen, denn so 60 Jahre zurückgesehen geht ganz schnell vorüber. Also ich bewundere heute, wie ich das geschafft habe. Aber es war ein langer Weg, es war kein einfacher Weg. Es war ja mehr als nur ein Erfolgsweg, ein musikalischer Weg. Sie haben etwas geschafft, was vor Ihnen keiner geschafft hat. Sie haben die Blasmusik sozusagen in ein ganz anderes Niveau gehoben. Nicht nur Humtata und so, sondern Sie machen Kirchenmusik, Sie machen Opern- und Operettenmusik, Sie spielen ganz moderne Sounds. Was fasziniert Sie so an der Blasmusik? Ja, da muss ich zurückgreifen. Als junger Musikstudent habe ich mein Geld als für die Hochschule selbst verdienen müssen. Und es gab in Hannover, das war hier üblich, dass die Beerdigungen mit Musik begleitet wurden. Und somit bin ich langsam reingekommen und dann habe ich gemerkt, dass dann habe ich in der Christuskirche sehr viele Bläserkonzerte gegeben, dass man mit der Blasmusik vieles bewegen kann. Denn Sie können kein Streichorchester auf die Straße setzen, aber ein Blasorchester ja. Und die Marschmusiken kann man auch nicht mit einem Streichorchester machen. Trotzdem, dass ich nun aus der Streichmusik komme, aber ich habe dann gemerkt, dass man mit der Blasmusik sehr viel mehr machen kann, als wir mit der Streichmusik. Ja, und das hat Sie ja auf eine einmalige Erfolgsspur gebracht. Aber lassen Sie uns doch mal zurückblicken. Wenn Sie jetzt 60-jähriges Jubiläum als Dirigent haben, wie alt waren Sie denn da eigentlich, als Sie angefangen haben? Ja, ich habe mit 7 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Ich hatte großes Glück. Ich habe einen Lehrer, der kam aus Königsberg, ein Flüchtling. Und in dessen Bauernstube, wo er untergebracht war, habe ich meinen ersten Geigenunterricht gehabt. Mit 10 kam die Trompete dazu. Und dann, wie man das ist als junger Mann, bin ich dann zu Feuerwehrkapellen gegangen. Da wurde Blasmusik gemacht. Und so bin ich langsam in dieses Geschäft reingewachsen mit der Blasmusik. Und habe dann versucht, das auszubauen. Und somit war ich mit 16 Jahren eben der jüngste. 16 Jahre waren Sie alt. Das ist natürlich jetzt eine stolze Zeit. Und Sie werden ja, das werden wir zum Schluss noch besprechen, zu diesen Anfängen, zu Ihrem großen Jubiläumskonzert nochmal zurückkommen. Aber ehe wir so ganz ausführlich über Ihre musikalische Karriere reden, wollen wir nochmal Sie ein wenig von der anderen Seite kennenlernen. Am besten Sie ergänzen mir jetzt mal ganz kurz ein paar Sätze. Ich lebe gern in der Region Hannover, weil? Weil ich hier aufgewachsen bin und habe viele schöne Sachen erlebt. Mein schönster Platz ist natürlich der Maschsee. Der Maschsee. Mein großes Vorbild ist? Ist Paul Hindemith und der Violinist Menuhin. Die beiden habe ich beide noch kennengelernt und habe von denen sehr viel gelernt. Ist es richtig, dass Paul Hindemith Ihnen geraten hat, Dirigent zu werden? Und zwar hier an der Hochschule. Wir Bläserstraßen draußen im Garten und da ging vorbei mit dem ehemaligen Generaldirektor Schlüter. Und da sagte er, die müssten mal einen schönen Marsch spielen. Aber Marsch war zu meiner Zeit sehr verpönt, Militär. Und dann kam er, wollte diesen Marsch dirigieren. Und dann bin ich nach Hause gefahren, da mein Vater ja auch so ein kleiner Orchestermusiker war in Langenhagen, habe die Noten geholt in Treue fest und habe dann nachmittags dirigiert. Und somit hat der Hindemith dann gesagt, Sie müssen Dirigent werden. Und von Hindemith habe ich sehr viel gelernt. Das war der erste Komponist, der wieder rüberkam nach dem Krieg. Und dadurch habe ich ihn so ein bisschen angehimmelt. Er war auch ein unwahrscheinlich guter Mann für uns Studenten. Zwei ganz große Namen, die da mit Ihrer Karriere verbunden sind. Sagen Sie, Erfolg bedeutet für mich? Viel Arbeit. Viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Arbeit. Es wird einem nichts geschenkt in dem Beruf? Nein, ganz bestimmt nicht. Wie oft proben Sie so, wenn ich frage? Ja, sonst mit jedem Orchester einmal die Woche. Das heißt, ich habe montags, dienstags, donnerstags und freitags Proben gehabt. Oh, ja, ja. Und am Sonntag kamen die Einsätze. Da ist mir wirklich so, dass einem nichts geschenkt wird. Am glücklichsten bin ich? Wenn ich Musik höre. Meine wichtigste Eigenschaft ist es? Das kann ich ganz schlecht sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich noch nicht kontrolliert. Es macht mich traurig, wenn ich schlechte Blasmusik höre. Ich könnte nicht leben ohne? Ohne Musik und ohne das Dirigat. Herr Müller, wenn wir mal so nach Hannover schauen, ich war ja auch hier viele Jahre als Journalistin tätig, keine Messeeröffnung, kein Chancenbummel, kein Schützenfest.
ohne Ernst Müller und seine Blaskapellen. Ich habe mal überlegt, wenn ich mich so zurückbesinne, Sie haben viele Orchester geleitet. Sagen Sie doch mal, was waren die wichtigsten Orchester, die Sie geleitet haben? Na ja, auf jeden Fall das Blasorchester der Stadt Langenhagen, weil ich selbst gegründet habe 1958. Aber wo ich mich also richtig ausbreiten konnte, das war bei Volkswagen. Da habe ich drei Orchester, ein Streichorchester, ein Blasorchester und auch eine Big Band. Und dadurch konnte ich mich auch, gerade durch die Streichmusik, die ich in Hannover ja nicht machen konnte, hatte ich die Gelegenheit, mich dort in Wolfsburg wirklich zu präsentieren, wie ich es gerne vom Herzen aus auch gemacht habe. Und 1976 gab es so einen Einschnitt. Sie haben Ihre ganzen großen Orchester zu einem einzigen Orchester vereint. Und zwar zum Niedersächsischen Blasorchester. Da gehörte dann Volkswagen dazu, Langenhagen und die Feuerwehr Hannover. Und noch eine kleine Blaskapelle, die ich so nebenbei dirigiert habe, aus Lohnde. Und wir zusammen haben das Niedersächsische Blasorchester gegründet. Es spielte aber normalerweise nur einmal im Jahr, und zwar für die Arbeiterwohlfahrt, die Großkonzerte der Arbeiterwohlfahrt. Dafür war es an für sich angelegt. Und ansonsten existierten die anderen Orchester eigenständig weiter? Eigenständig weiter, natürlich. Sie haben aber auch, bevor wir über diese ganzen großen Orchesterreisen und Konzerte sprechen, Sie haben auch ein ganz besonderes Orchester gegründet und leiten es heute noch seit 35 Jahren. Es ist das Hausorchester seiner königlichen Hoheit, des Prinzen von Hannover. Ich darf mal schauen, Sie tragen das Ehrenabzeichen dieses Orchesters. Sie haben auch eine Krawatte mit der hannoverschen Königskrone. Das tragen alle Musiker. Aber dieses Ehrenabzeichen haben nur Sie. Ja, natürlich. Wie kam es zur Gründung? Ja, wir kannten den vom jetzigen Erbprinzen, den Großvater. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil die alle Ernst August heißen. Da muss man das ein bisschen erklären. Also sagen wir mal, der Senior, der Großvater Ernst August. Das war ein großer Fan von Ernst Müller, denn er besuchte alle Flughafenkonzerte, der alte Herr. Und dann, wenn er Veranstaltungen hatte auf der Marienburg bzw. im Hausgut Kahlenberg, er holte jedes Jahr seine Mitarbeiter aus Gemunden nach Hannover. Und wer spielte? Die kleine Hauskapelle Ernst Müller. Das sagte er immer, meine kleine Hauskapelle. Das war aber vor 40 Jahren. Und vor 35 Jahren wurden wir dann zum Hausorchester des Prinzen von Hannover ernannt. Dann kam die große Hochzeit mit Chantal und dem Ernst August dem jetzigen Hauschef. Ja. Und dann haben wir immer die ganzen Taufen gespielt. Also wir waren also auf der Marienburg mehr auf der Marienburg als ich in Hannover. Wir haben also sehr viel Veranstaltungen drum. Nun gelten ja die Welfen gemeinhin als nicht ganz so einfach. Sind Sie denn immer richtig klargekommen, auch mit Ernst August, dem jetzigen Hauschef, der ja nicht mehr viel in Hannover ist, aber der als besonders schwierig gilt? Für mich nicht. Ich habe wunderbare Tage, ich habe auch keine Probleme. Es war ein nicht leichter Auftraggeber, denn wir haben dort Riesenveranstaltungen gespielt, zum Beispiel den Geburtstag von Herrn Professor Dr. Sami. Er war nicht leicht, aber er war sehr korrekt und uns Musiker gegenüber war er ein großartiger Mensch. Sie haben eben gesagt, Sie spielten bei der Hochzeit mit der ersten Frau Chantal. Sie haben aber auch gespielt, als er mit Prinzessin Caroline zum ersten Mal nach Hannover kam. Ganz Hannover war aus dem Häuschen. Ja. Wie haben Sie denn diesen ersten Auftritt und die Begegnung mit Prinzessin Caroline immer empfunden? Sie sind wieder ganz leicht musikalisch. Ich habe sie den Taktschuh in die Hand gegeben und sie hat die Titelmusik dirigiert aus Hello Dolly. Und somit war der Bann gebrochen. Schön. Und Sie erwähnten schon auch mit dem Junior, der jetzt mit großem Elan das Welfenschloss Marienburg ausbaut zu einem Touristikzentrum. Haben Sie einen guten Kontakt? Werden Sie dort mal wieder spielen? Ja, also wir haben zwei Jahre, waren wir ein bisschen kürzer getreten. Das lag aber daran, dass sich da auch Umbauten vorgezogen haben. Wir sind jetzt wieder zum Muttertag auf der Marienburg. Also ein großes Muttertagskonzert. Ich hoffe auch, dass der Erbprinz selbst da sein wird. Kommen Sie noch gern zur Marienburg? Immer Sie ist wieder. Ja so ein touristisches Zentrum inzwischen immer geworden. Immer wieder. Ne? Ich habe auch meinen 70. Geburtstag da gefeiert, den 75. Geburtstag. Ich bin also der Marienburg immer treu. Gut. Ja, die Beziehung zu den Welfen ist ganz besonders. Es gibt noch eine kleine Beziehung. Sie haben ein Buch geschrieben, Ernst Müller, eine Autobiografie. Lohnt sich zu lesen, muss ich mal sagen. Aber die ist herausgegeben von Prinz Heinrich von Hannover, der den Matrix Media Verlag in Göttingen betreibt. Nur mal so zwischendurch gefragt, wie lange haben Sie ein Buch gearbeitet? Ist das so? Es ist sehr kurzfristig entstanden. Die Idee kam von heute auf morgen und der Wunsch war von Prinz Heinrich, das Buch bis zum 8. Februar, ich weiß nicht mehr genau, festzustellen. Dadurch war es sehr schnell und so einiges habe ich auch vergessen, was ich aber jetzt heute ja nachholen kann. Das ist schön. Herr Müller, man kann viel nachlesen, aber wir sind ja hier dazu da, um drüber zu erzählen. Sie haben 55 große Konzertreisen rund um den Erdball gemacht, kein Erdteil ausgelassen, fast kein Land ausgelassen.
Unsere Sendezeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen, alle Höhepunkte zu besprechen. Aber was waren denn für Sie die großen Höhepunkte dieser 55 Konzertreisen? Also, wenn ich jetzt zurückblicke, eine ganz große Reise war mit Udo Jürgens, wo wir dann auch den Bundespräsident Carstens in Rio begleitet haben, über die ganze Zeit hinüber. Und dann ein großes Erlebnis war, als erstes Orchester nach dem Kulturabkommen auf dem Roten Platz zu spielen, dem Oscar. Das war, glaube ich, 74 oder 76, soweit da ich das zurück. Da war noch kalter Krieg eigentlich. Ganz kalter Krieg. Und wir sind dann da eingestiegen. Von da aus hat uns jemand kennengelernt, ein Firmenbesitzer aus Joinville, das heute unsere Partnerstadt ist von Langenhagen. Und er sagte so ganz nebenbei, bei deutscher Abstammung, Dieter Schmidt hieß der, wenn Sie mal nach Brasilien kommen, sind Sie mein Gast. Und somit hatte ich die Einladung, nach Brasilien zu kommen. Und da habe ich auch so die schönsten Jahre, habe ich mit 10-mal drüben gewesen. Wir haben tolle Konzerte gegeben. Aber der Höhepunkt war wirklich mit Udo Jürgens und dem Bundespräsidenten Carstens und seiner Gattin. Haben Sie da so empfunden in den unterschiedlichen Ländern, dass Musik so die einzige Sprache ist, die die Welt verbindet? Ja, wir waren auch in Südafrika und da habe ich gemerkt, auch dass Kinder, dass man selbst Kinder mit Blasmusik, wenn man natürlich das richtige Programm hat, man kann da keine Opern spielen, da muss man schon die heutige Musik, die Filmmusik spielen. Und es gibt ein Bild in dem Buch, glaube ich, ich weiß aber nicht genau, wo zwei Mädchen raufkommen und ein Blasorchester dirigieren. Ja. Und das war für mich ein gewisser Höhepunkt, es war also überhaupt keine Schranke da. Die Leute kamen zum Podium, da waren 2, 3 draußen Schüler eingeladen und dafür haben wir gespielt. Das war für mich ein gewisser Höhepunkt, gerade in diesen schwarzen Ortsteilen von Südafrika zu spielen. Sie sind ja ganz vielen Persönlichkeiten begegnet. Erzählen Sie doch mal, wer hat Sie besonders beeindruckt? Was haben Sie vielleicht mit Helmut Kohl oder mit Königin Sophia? Es gibt ganz viele Menschen, die einem einfallen, denen Sie begegnet sind. Ja. Vielleicht haben Sie so 1, 2 Anekdoten mal drauf. Ja. Als die Königin Sophia von Spanien hier in Hannover war, zu einer selben Hochzeit im Familienkreis, da hatte ich mal die Wunsch geäußert. Sie ist auch eine Welfin, sie ist eine Cousine vom Erbprinzen und nein, eine Großcousine, also vom jetzigen Chef des Erbwelfen ist eine Cousine. Und da sagte ich mal aus Spaß zu den Mitarbeitern, ich saß in der Küche, einmal mit der Königin tanzen und dann sterben. Dann kam sie rein und ich habe mit der Frau 3-mal einen Walzer getanzt. Und darauf sagte sie, kommen, wenn Sie nach Spanien kommen, sind Sie auch unser Gast. Und natürlich bin ich dann mit einem Jugendblasorchester hingefahren. Es waren schöne Tage, wir waren 10 Tage auf Gast der Königin dann in Spanien. Und dann große Begegnungen, ich bin politisch neutral, ich spiele also für jede zugelässigen Parteien. hat der Altkanzler, Bundeskanzler Kohl, habe ich sehr oft begleitet, auch seinen 65. Geburtstag hier auf der Messe bespielt, Musik gemacht und ich kenne auch seine Lieblingswünsche. Das muss man natürlich auch leider wissen, was hören die gerne. Ich kann nicht immer eine Oper vorspielen, wenn er gerne Operetten liebt oder vielleicht die Filmmusik. Und so habe ich große Zeiten mit Herrn Bundeskanzler Kohl verbracht, hier in Hannover. Sie haben die 16 Jahre, die Helmut Kohl Bundeskanzler war, alle 16 Jahre immer haben Sie hier in Hannover richtig, für ihn gespielt. Ja. Wahnsinn. Sie haben auch noch eine andere unglaubliche Zahl. 18 Mal haben Sie den Erdball umrundet, ja, in Kilometern gesehen bei Ihren Konzertreisen. Wie haben Sie das alles geschafft? Ich sagte schon in dem Vorgespräch, ich weiß es selbst nicht mehr. Ich weiß es selbst nicht mehr. Also ich hatte immer gute Mitarbeiter, muss ich sagen. Bis zum heutigen Tag. Ich könnte das auch heute nicht mehr machen, so als älterer Herr. Aber ich habe junge Mitarbeiter, die sind also, können alle meine Söhne sein, sind alle noch dabei. Ich kenne Leute, also die aus dem Jugendorchester waren sie 12 Jahre, dann sind sie zur Feuerwehr gekommen und dann habe ich sie nach Langenhagen mitgenommen, dann zum Volkswagen. Heute ist einer Richter, der andere ist Staatssekretär in Schwerin. Aber wir haben alle noch eine Verbindung, dieser Staatssekretär aus Schwerin, der macht auch dieses Konzert mit, kommt extra aus Schwerin, hat immer die Noten, kriegt er jede Woche zugeschickt. Und bläst also noch Klarinette in dem Hausorchester. Schön ist das. Aber es gibt ja so einen guten Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau. Sie sind jetzt 51 Jahre mit Ihrer Frau Marlies verheiratet. Ja. Wie wichtig war eigentlich eine Frau, die Ihnen immer den Rücken freigehalten hat für Ihre Karriere? Ohne meine Frau hätte ich das nicht schaffen können. Meine Frau war Telefonistin, sie war meine Fahrerin. Und was ich dann ganz groß anrechne, sie hat 2 wunderschöne Töchter erzogen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Wie wichtig ist Ihnen denn die Familie? War es manchmal so ein Konflikt? Musik, Familie, wie entscheide ich mich? Ja, ich darf vielleicht mal eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja, ich war, ich sagte ja, montags in Lohnde, dienstags bei Volkswagen, an Langenhagen. Mittwochs hatte ich meinen freien Abend. Für die Familie, nur für die Familie. Ja. Wir haben auch wirklich nichts gemacht. Kollegen fragten immer, warum können wir nicht mal anrufen? Und jeder wusste, am Mittwochabend ist der Müller nicht ansprechbar.
Und ich muss sagen, die Verbindung zur Familie ist so wichtig für mich wie auch heute die Musik. Also ohne Familie, ohne Musik wäre ich nichts mehr. Und wie ist das so mit Ihrer Familie? Sie haben zwei Töchter, zwei Enkelinnen. Ja. Sind die auch alle musikalisch? Sehr, meine jüngste Tochter ist sehr musikalisch. Da habe ich wieder eine kleine Geschichte zu erzählen. Vorher war der Pianist Kleidermann, der große Mann. Immer wenn ich ins Auto stieg, ließen die Kleidermann spielen. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr nicht mal was anderes spielen? Der ist so leicht und habe versucht, das zu erklären. Meine Tochter hatte Geburtstag, meine Frau hat vier Tage vorher gesagt, kannst du nicht mal zum Mittagessen kommen? Es war auf dem Freitag. Ja, gut, ich komme. Unsere Andrea hatte Geburtstag. Jedenfalls, ich kam dann ging durch die eine Stube, die andere Stube, da waren die beiden Kinder hinten, standen am Klavier. So, Papa, dann spiel uns das mal vor. Der Kleidermann ist ja so leicht. Ich muss ihn jetzt im Nachhinein, meine Tochter spielt besser Klavier heute als ich. Und dann habe ich nur gesagt, gut, dann nimmst du die rechte Hand und die linke Hand. Und ich sage Ihnen heute, ich habe noch nie so viel gelogen auf dem Klavier wie vor beiden Töchtern, weil ich wirklich Hemmung hatte, das zu spielen. Nein, also meine Großtöchter spielen beide Violine. Die Älteste hat, die ist jetzt 12, wird jetzt 13, die hat sogar schon im Orchester bei mir mitgemacht. Da. Schön, da können Sie ja stolz sein. Unbedingt. Sie sind 51 Jahre verheiratet, habe ich schon gerade gesagt. Sie sind zusammen durch dick und dünn gegangen, unbedingt. Aber Sie sind auch zusammen durch eine sehr schwere Krise gegangen. Wir dürfen darüber sprechen. Sie waren sehr schwer krank, an Krebs erkrankt. Hatten Sie damals Angst, dass Ihr Leben zu Ende ist? Wie war das, als Sie krank wurden? Also zuerst hatte ich ja Lippenkrebs. Dann dachten alle Ärzte, das wäre nicht so schlimm. Und dann kam der Hautkrebs dazu. Und dann habe ich schon überlegt. Erstmal habe ich dann überlegt, was kann man jetzt noch machen? Wie viel Zeit hast du noch? Und das war gerade so vor 15 Jahren. Das war eine schlimme Zeit. Und dann kriegte ich ja noch so eine Art Nervenzusammenbruch, kam ich ins Krankenhaus, das war 2-1. Ich gab ein großes Konzert im Funkhaus am 6.1.2-1. Und von da aus weiß ich nichts mehr. Ich habe dann 14 Tage im künstlichen Koma gelegen und habe dann 2 Monate im Krankenhaus verbracht. Und danach ging es wieder dank meiner Frau und meiner Töchter, wieder bergauf. Sie haben alle dazu beigetragen, dass ich wieder Musik machen konnte. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Phase in Ihrem Leben gewesen. Ich würde gern mit Ihnen darüber sprechen. Wie haben Sie sich dieser Krankheit gestellt? Und gab es Menschen, die Ihnen besonders beigestanden haben in dieser Krankheit? Ja, es gab, das wissen Sie auch, das weiß jeder, wenn man dann krank wird, dann entscheidet man ganz schnell zwischen Freunde und Nicht-Freunde oder halbseiende Freunde. Ich wurde von vielen Leuten geholfen. Und ganz besonders, das möchte ich auch hier mal öffentlich sagen, war das Herbert Schmalstich und die Welfen. Die haben also ständig angerufen, haben meine Frau um Hilfe, wenn sie Hilfe brauchte, angeboten. Wir konnten das nicht machen. Das war der ehemalige Oberbürgermeister, Dr. Schmalstich und das Welfenhaus. Alle, ob es der Prinz Heinrich war oder Ernst August, rief regelmäßig an. Und auch das Büro. Also es war man schon wird einsam, wenn man krank ist und wenn man nicht mehr im Mittelpunkt und im Rampenlicht damit steht, sagen. Oder? Man wird ganz schnell sehr, sehr einsam. Es ging dann erst wieder auf, als ich die ersten Konzerte machte. Da kamen dann einige Freunde wieder hinzu. Sie haben aber auch sich einer Ärztin anvertraut, die in Hannover durchaus umstritten war, aber von der Sie sagen, sie hat einen Großteil dazu beigetragen, dass Sie wieder gesund geworden sind. Ja. Es war Frau Dr. Bach, vielleicht erzählen Sie mal darüber, weil viele Menschen auch ein anderes Bild von Frau Dr. Bach haben, als das, was Sie haben. Für uns war Frau Dr. Bach, ich sagte immer, ein Lottogewinn. Sie hat den Krebs bei mir auf dem Rücken festgestellt, weil sie ja Internistin war. Also sie hat von Anfang an hat sie den Müller begleitet und ich muss sagen, ohne Frau Dr. Bach sehe ich hier nicht auf dem Sofa. Und Sie haben mir gesagt, das Wichtigste, was Ihnen Kraft gegeben hat, war die Musik. Nur. Ohne Musik wäre es nicht so. Und das war auch Frau Dr. Bach, die wieder gesagt, Sie müssen Musik machen. Sie war an sich nicht das Aushängeschild, war nicht meine Familie, die haben sich angepasst. Ja. Aber Frau Dr. Bach war der Ansicht, da ich auch weiter nichts kann, ich habe vom 7. Lebensjahr an Musik gemacht, habe keinen Sport betrieben, also wie das so ist in damaliger Zeit. Und Frau Bach sagte, Sie müssen Musik wieder weitermachen. Und darum bin ich auf Ihrem Wunsch, habe ich es dann nochmal versucht. Und es ging ja gut. Und es hat gut geklappt. Ja. Sie waren sogar 2013 nochmal auf einer großen Brasilienreise. Und was haben Sie so in diesem Jahr noch, außer dem großen Festkonzert, über das wir noch reden wollen, haben Sie da noch andere Auftritte, auf die sich die Hannoveraner freuen können? Ja, also ich mache mir den Chancenbummel, 4-mal sogar in diesem Jahr. Sie haben ihn mit erfunden? Ja, natürlich. Wir waren die Ersten mit dem Herrn Schaft hier von der Georgstraße. Und dann kam später Charlie Neumann dazu. Also es ist eine lange Geschichte mit dem Chancenbummel. Aber ich mache in diesem Jahr noch eine Reise nach
zu unseren Patenstädten, nach Stadelpauerer und Novo Mesto. Und dann nach Österreich besuche ich den Chapter Belfen, der ist ja meistens in Österreich. Und das wird nochmal eine große Aufgabe, 14 Tage eine Konzertreise durch diese Patenstädte, die wir von Langenhagen aus pflegen. Wie halten Sie sich fit jetzt so, um das alles zu planen und zu schaffen? Boah, ich gehe viel, wenn ich es kann, gehe ich viel spazieren, weil ich kein Fahrrad fahren wollte, weil mein Knie nicht in Ordnung ist. Ja. Denn ich bin in den jungen Jahren war ein alter Fahrradfahrer. Ich habe meine ganze Schulzeit hier an der Hochschule nur mit dem Fahrrad, Wind und Wetter. Aber das geht nicht mehr, also versuche viel zu laufen. Das ist auch wichtig, dass Sie sich gesund erhalten, damit Sie noch viel Musik hier für Hannover machen können. Ich habe in einem sehr schönen Interview mit unserem neuen Kulturdezernenten Herke gelesen, dass Sie neben den Weltstars, den Scorpions und Musti sozusagen als dritter Vater des Titels Hannover City of Music gelten, auf den wir ja in Hannover alle sehr stolz sind. Sagen Sie doch mal, wie sehen Sie jetzt so diese City of Music mit Ihren Augen? Hat Hannover Chancen auf Dauer, sich diesem Titel weiter zu verdienen? Ich glaube schon, denn Hannover ist wirklich eine Musikstadt geworden. Wir hatten es früher, daher auch vielleicht ein bisschen leichter, weil es noch nicht so viele Musikgruppen gibt. Aber wir haben in Hannover so viele gute Musikgruppen. Und als ich das in der Zeitung gelesen habe, ich war ja nicht dabei, das war für mich ein Ritterschlag, wenn ich das ehrlich sagen kann. Da hat der Herke etwas ausgesprochen, was mich sehr gefreut hat. Denn wir haben wirklich auch viel dazu beigetragen, wie wir schon sagten, wie ein Schützenfest tun. Wir haben immer Musik gemacht. Wo Herbert Schmalschig kam, mit den 35, 40, gehen seit 40 Jahren, da war er noch Werbeleiter bei der Sparkasse, da habe ich die erste CD schon mit ihm gemacht in Diepholz. Also immer, wenn er kam, spielten wir den lustigen Hannoveraner. Apropos CD, das ist ein gutes Stichwort. Wie viele CDs gibt es denn eigentlich von Ihnen? 35 Tonträger. Also 35? Zuerst war es die Schallplatte, ne? Doppelschallplatten. Ja. Also 35 Produktion gibt es. Gibt es eine, auf die Sie besonders stolz sind? Ja. Das Kirchenkonzert und das Weihnachtskonzert. Das ist in der Markkirche gemacht worden und das ist eins meiner besten Sachen, die auch in der ganzen Welt gespielt werden. Wir haben gleich 1000 Stück mitgenommen nach Australien auf unserer Reise. Das Grußwort hatte uns damals der Landesbischof Lose mitgegeben und wir haben dort dadurch viele Kirchenkonzerte machen können in Australien. Und das ist eine CD, die auch bei meinen, die bei meinen Töchtern immer noch laufen. Alle anderen Schallplatten oder CDs laufen in der Familie nicht. Aber die Weihnachtsplatte und das Kirchenkonzert, wenn Sie Vater eine Freude machen wollen, stellen Sie das an. Das ist eines der schönsten CDs, die ich je gemacht habe. Herr Müller, am 21. Februar gibt es das große Festkonzert anlässlich Ihres 60-jährigen Dirigentenjubiläums. Erstmal der Ort, es ist die Kirche zum Guten Hirten in Gotshorn. Warum kehren Sie dahin zurück? Ja, weil ich da meine Sporen verdient habe. Das waren die ersten Konzerte, die ich gemacht habe mit der Feuerwehrkapelle in Gotshorn, vor dieser Kirche, nicht in der Kirche, die stand noch nicht. Es war eine kleine Kapelle, wir passen gar nicht rein, wir haben draußen gespielt. Also da habe ich meine ersten Sporen als Dirigent erleben durfte und ich konnte mich da auch schön ausbreiten. Das war alles vor meiner Hochschulzeit. Denn ich muss Ihnen sagen, dass ich schon mit 15 Jahren Konzertmeister in einem Pflegeheimorchester, ein Streichorchester, Geige gespielt habe. Und dadurch ist die Feuerwehrkapelle wohl auf Müller gekommen. Mensch, junger Mann, der muss eine Feuerwehrkapelle leiten, der da in dem Hausorchester schon die erste Violine spielt. Und so bin ich dann zur Feuerwehrkapelle Gotshorn gekommen. Und was erwartet die Festbesucher? Ja, ich werde ein Programm machen von der Kirche, Oper, Operette, Musical. An alle drei Schichten werden wir uns kurz vorstellen, das, was ich mein Leben lang an Musik auch abgeliefert habe. Das werden wir dort aufführen. Wie viele Gäste erwarten Sie so? Kann man noch Karten kaufen? Nein, wir haben absichtlich keinen Eintritt genommen, weil es eben Kirche ist und wie das so üblich ist, gibt es nachher vielleicht eine Spende oder auch nicht. Aber wir wollen keinen Eintritt, wir wissen es nicht. Wir haben also wirklich, wir rechnen so mit, wie am Heiligen Abend sind die Kirchen alle voll und so wird die Kirche da wohl auch bestimmt voll sein. Es haben viele, viele zugesagt. Und Herr Müller, Sie sind jetzt 76 Jahre alt. Wir haben es ja gerade ausgerechnet, 60 Jahre, davon haben Sie Musik gemacht. Welche Wünsche, welche Träume bewegen Sie denn eigentlich noch? Ganz einfach, dass ich gesund bleibe und halbwegs noch meine Musik ein paar Jahre machen kann. Ich möchte noch gerne das Hausorchester so lange leiten, wie ich es kann, weil die alten Verbindungen zu den Wölfen für mich als junger Mann gelegt sind und man sollte solche Sachen auch nicht gleich abstreifen. Das möchte ich bis zum Schluss machen. Und haben Sie Angst vor dem Moment, wo es mal ganz zu Ende ist, dass Sie den Taktstock aus der Hand legen? Ja, ich habe davor Angst, dass es oben im Kopf nicht mehr stimmt. Denn dirigieren kann man immer noch lange, aber es muss immer noch im Kopf klar sein. Und da hat man schon ab und zu kleine Probleme, stehe ich auch dazu. Aber ich versuche jetzt einen jungen Mann aufzubauen,
der sich sehr viel Mühe gibt und ich glaube auch schon, dass er das schafft, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, noch kann ich Ihnen zur Seite stehen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es noch ein bisschen weitergeht. Herr Müller, Sie haben Ihr ganzes Leben der Musik gewidmet, hat so viel Freude gebracht. Heutzutage sitzen die jungen Leute ja meistens lieber am Computer oder gehen in die Disco. Wenn Sie jetzt so einen Rat für junge Leute hätten, warum ist es so wichtig, ein Instrument zu lernen oder sich mit Musik zu beschäftigen? Also erstmal ist es Völkerverbinden. Musik kommt überall an. Ich kann nur jeden jungen Menschen raten. Dadurch habe ich auch das Jugendblasorchester Hannover so lange geleitet, wie ich nur konnte. Nachher ging es einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Weil man muss junge Leute zur Musik hinführen. Und ich bin doch stolz auf Hannover und überhaupt auf der ganzen Region, dass man so viel Blasorchester jetzt wirklich hat. An allen Schulen in Seelz, wo Sie ihn hören, gibt es hervorragende Jugendblasorchester. Auch Langenhagen hat ein Jugendblasorchester, was ausgezeichnet ist. Das war vor meiner Zeit gar nicht möglich. Dadurch habe ich das Jugendblasorchester so als Aufbauorchester betrachtet, dass ich immer Nachwuchs hatte. Und wie gesagt, sind ja auch viele Musiker dabei geblieben, haben viele Musik studiert, die aus dem Jugendblasorchester Hannover kamen. Die leiten heute die Musikschule in Langenhagen, der andere leitet sie in Laatzen. Also alles Leute, die aus dem Jugendblasorchester Hannover und dem Blasorchester Langenhagen hervorgegangen sind. Also es war eine schöne Aufgabe. Haben Sie so einen Gruß an Ihre treuen Fans? Ja, muss ich mal kurz überlegen. Natürlich hätte ich sie. Ich möchte alle gerne sehen am 21. Februar 2016 in der Kirche zum Guten Hirten Ingolstadt bei Langenhagen. Herr Müller, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Es hat viel Spaß gemacht. Noch weiterhin viel Kraft. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.